Hallihallo und willkommen bei Ediths kreativem Chaos. So, das heute wird wahrscheinlich allerhöchster Voraussagen wirklich ein Chaos werden. Ja, was möchte ich heute machen? Ich habe ein Video gesehen auf einem Kanal. Wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt lieg, war das die Natascha von Treasure Books am Treasure Book Kanal. Die hat ein sogenanntes Deconstructed Journal gemacht. Was ist das? Zu gut Deutsch, 1:1 übersetzt, ein dekonstruiertes Journal. Das heißt, dieses Journal ist nicht in Buchform gehalten. Und die Signaturen werden, oder eigentlich schon in Buchform, aber die Signaturen werden nicht eingenäht, sondern sind halt irgendwie anders in diesem Journal drinnen befestigt. Sie hat das Ganze so ähnlich wie ein Folio gemacht und hat dann auf der einen Seite noch einen Block hinaufgeklipst und auf der anderen Seite einen Block hinaufgeklipst und da in der Mitte hat es dann ihre Signaturen oder Tags oder was auch immer sie da alles eingebaut hat gehabt und die hat sie mit einem Schnürdel einmal von oben und einmal von unten zusammengebunden. Also eigentlich kein Schnürdel mit einem Band. Diese Idee hat mir an und für sich sehr, sehr gut gefallen, aber das mit dem Band war noch nicht so ganz das Richtige. Das hat mir noch nicht ganz so gut gefallen. So, und jetzt habe ich mir halt sämtliche so alte Buchrücken, das ist von einem Block, von so einem Ringblock. Das hier ist, das war mal ein Ordner, da hat dieses Mittelklappteil nicht mehr funktioniert. Also solche Sachen. Irgendwas, was ein bisschen stabiler ist. Und aus dem möchte ich mir heute quasi ein Journal bauen, was aber keines wird. So. Jetzt habt ihr wahrscheinlich überhaupt keine Vorstellung. Wie gesagt, eines der letzten Videos von der Natascha von Treasure Book. Schaut euch das gerne an. Deconstructed Journal heißt das Teil. Dann könnt ihr sehen, wie sie das gemacht hat. Aber jetzt mal hier meine Überlegungen dazu. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich jetzt wirklich ein quasi ein dekonstruiertes Journal machen möchte und die maximale Größe meiner Sachen, die ich dann da hineinstecke, ist dieses DIN A5 oder kleiner, dann muss das einmal so sein, dass ich das Punkt 1 dann auch irgendwie schon nehmen kann und in ein Regal stellen kann. Punkt 2, es muss dann einmal so sein, dass hier unten nichts rauskommt, wie ihr seht. Ja. Und Punkt 3, es muss so sein, dass auch da nichts rauskommt. Das heißt, was werde ich da jetzt machen? Ich werde das hier mal auseinandernehmen, ein bisschen größer als das hier zuschneiden. Der Plan war dann folgendes, dass ich halt hier unten dann wie so eine Schachtel, vielleicht ungefähr bis zu der Hälfte oder ein Drittel von dem hier, baue, dass man das halt dann so hineinstecken kann. Und dann braucht das in irgendeiner Art und Weise eben noch eine Klappe, die sich dann umschlagen lässt, die mir da halt irgendwie zumacht. Ja, und ich glaube, das wird auch das heutige Video sein, wie ich diese Konstruktion mir hier überlege, wie ich das Ganze dann dekoriere, weiß ich selber noch nicht.
So, ich nehme das Teil jetzt hier mal generell auseinander. Das heißt, diesen Buchrücken, dieses Bein hier brauche ich nicht. Ich mache jetzt dieses Deconstructed Journal, weil ich draufgekommen bin, dass es ganz gut ist, wenn man einfach mal einzelne Projekte, einzelne Dinge gestalten kann. Und die passen dann vielleicht nicht in jedes Journal hinein. Schauen wir mal, wenn wir das halbieren, hätte das wahrscheinlich, naja, knapp die richtige Größe. Jetzt ist die Frage, will ich haben, dass es ein bisschen übersteht, aber wenn ich dann da was dazwischen baue, wird das eh breiter. Nein, ich halbiere das jetzt mal einfach. Stift wäre super. Das heißt, was haben wir da jetzt? 28,29,5. 28 mal 14 haben wir. Ja, warum ein Schönstein gefaltet ist auf vier Blatt hier? Ja. Perfekt zum Gold. So. So, juhu, Pi. Ganz schön hartnäckig, dieses Teil. So. Jetzt habe ich mal eine Vorderseite und eine Rückseite. So, der Plan wäre jetzt, ich brauche mal hier einen Buchrücken und dann bräuchte ich eventuell da eine Schließe. Was aber vielleicht auch sogar bis da herüber geht. Also da und da. Und einen Boden brauche ich auch. Okay, wir machen jetzt mal das Einfachste. Wir machen jetzt einmal diesen Buchrücken hier. Dazu müsste man sich dann überlegen, wie breit das werden soll. Jetzt, wenn ich das da drin stehen habe, ich glaube, mit 5 cm komme ich gut aus. So. Und weil das jetzt dann eh schon die richtige Höhe hat, schneide ich mir jetzt von diesem zweiten Teil hier einfach 5 cm. Ja, dieser Buchrücken hat dann hier 5 cm. Das ist eine ganz eine gute Breite. Ich will jetzt nicht wieder so einen dicken Wälzer machen, aber mit 5 cm geht sich dann sicherlich auch einiges aus, dass man da auch was hineinbringt. Gut. Um diese Konstruktion hier einmal irgendwie ins Rollen zu bringen, quasi, klebe ich mir mal diesen Buchrücken da gleich mal so fest, wie er dann später einfach sein soll. Ich mache diese gesamte Konstruktion mit dem Paketklebeband, weil ich hier einfach dann nochmal die Möglichkeit habe, es zu lösen, wenn es mir nicht gefallen sollte oder nicht passen sollte. Der nächste Schritt ist jetzt dann, dass ich mir quasi für hier unten einen Boden baue. Das heißt, jetzt habe ich hier die Breite von 5 cm.
Den Boden werde ich jetzt marginal ein bisschen schmäler vielleicht machen, weil ich ja da dann das Ding habe, also der soll dann quasi hier innen drinnen sein. Das heißt vielleicht nur 4,5 cm, dass ich den Boden da schön hineinkleben kann. So, das heißt, wir brauchen dann aber eine Breite, die auch ein bisschen länger, die ein bisschen schmäler ist als so. So. Und dann, wie gesagt, vielleicht nur 4,5 cm. Ich kann da vielleicht auch 4,5 messen. Das hier ist jetzt mein Boden. Ich habe mir den ein bisschen dünner gemacht. Ich habe da mal die Hälfte runtergenommen, damit mir das Ganze nicht zu dick wird. Ist jetzt aber nicht so schön, also klebe ich da jetzt einfach noch was drüber. So, diesen Boden verbinde ich jetzt genauso, wie ich es mit einem Buchrücken machen würde. Das heißt, ich lasse einen Spalt dazwischen frei und klebe das genauso an, wie ich das vorher mit dem Buchrücken gemacht habe. Dazwischen immer gut mit dem Falzbeil hineingehen, einfach damit sich das Ganze dann schön klappen lässt. Weil wenn ich das Stoß auf Stoß aufklebe, dann kann ich das nicht umklappen. Und wie ihr seht, ist der Boden ein bisschen schmäler als die Gesamtbreite von dem Buchrücken. Auch damit ich das Ganze halt eben schön in dieses Buch hinein platzieren kann. Wie ihr hier seht, passt das dann schön hinein. Und ich habe halt dann meine Schachtel und kann das Buch auch noch schön schließen. Und es eckt halt dann nicht irgendwo unnötig an. Also egal wie breit ihr das macht, das müsst ihr halt bedenken, dass das wirklich dann eben schön hineinpasst. Das werde ich mir hier jetzt aus einem etwas dünneren Material zusammenschneiden, weil ich jetzt nicht haben möchte, dass das auf der Buchinnenseite dann so viel Volumen aufträgt, weil sonst wird das Ganze halt dann, wenn man das dann schließt, so balkig. Das mag ich nicht. Das heißt, das ist jetzt so ein Stück von einem Zeichenblock oder das war, glaube ich, bei einem Hemd irgendwie drinnen. Also so in etwa werde ich da jetzt das aufschneiden. Kann ich dann sogar mit der Schere machen, muss nicht unbedingt ein Cuttermesser sein, weil das ist so dick oder dünn, dass man mit der Schere schneiden kann. Geht ein bisschen schneller. Könnte man sicherlich auch mit einer guten Schneidemaschine machen. So. Ja, und dieses Teil verbinde ich jetzt an diesen Boden quasi. Auch wieder mit einem Spalt dazwischen, dass man es gut klappen kann. Von der Seite, einmal von der Seite.
Und im Prinzip könntet ihr euch so die ersten Konstruktionen bauen von irgendwelchen Labbooks über, weiß ich nicht, ganze Kästen, halt immer stückchenweise überlegen, wo will ich haben, dass da was hinklappt. So, das heißt, wir haben jetzt hier dann mal so einen Bogen. Das heißt, da brauche ich jetzt auf alle Fälle noch auch eben diese Hälfte hier zum Zumachen. Das mache ich jetzt auch mit dem dünneren Material. Das heißt, ich habe jetzt dann hier wie nehmen wir es denn? So, das schiere Stück mal weg. Ich habe jetzt hier diese Breite. So, an dieser Stelle sei gesagt, ich mache jetzt hier das, ein bisschen ein Voice-Over. Auf dieser Seite diese Schachtel zu machen, ist völlig unnötig. Ich habe das da im weiteren Verlauf zugemacht und ihr werdet das wahrscheinlich im nächsten Video sehen. Ich habe es dann wieder aufgemacht. Es ist sinnvoller, wenn ihr die andere Seite zumacht, weil über diese Seite da vorne kommt ihr dann auch noch einmal eine Klappe drüber und ja, das bringt einfach nur unnötiges Volumen da hinein. Das heißt, also diese Seite zum Zumachen könntet ihr euch eigentlich sparen, wenn ihr das Ganze als Deconstructed Journal verwenden wollt. Aber ja, auf diese Sachen kommt man halt dann erst so während des Tuns drauf. Gut, und das Ganze verbinde ich dann. Tja, mit welcher Seite verbinde ich das? Ist eigentlich egal, mit was ich hier anfange. Verbinde ich es jetzt mit der Seite oder mit der Seite? Ich muss dann mich mit alle drei Seiten verbinden. So, das ist jetzt mal das hier. Okay, das heißt, das kann ich jetzt zumachen und dann habe ich das hier so. Würdet ihr jetzt das noch verbinden, dann hättet ihr so einen Ordner, wo ihr irgendwas hineingeben könntet. So, nachdem ich jetzt aber nicht will, dass das hier quasi dann ersichtlich ist, ich möchte, dass das hier zu ist, muss ich jetzt irgendwie noch einen Flap hier anbringen, noch eine Klappe, dass das hier zu ist. Und die Frage wird jetzt sein, ob die von der Seite nach so geht oder von der Seite nach so geht. Aber wahrscheinlich geht die von der Seite nach so. Jetzt habe ich einen Fehler in meiner Denke begangen. Das passiert schon mal bei der Konstruktion von so einem Teil. Wenn ich jetzt da auf der Rückseite noch eine Klappe anbringen will, die dann da herüber geht, so, dann muss ich die auch irgendwo anbieten können. Da kann ich sie gerade nicht anbieten. Das heißt, ich werde jetzt da das nochmal aufschneiden. Ja, das ist so. Dann kann ich das hier ankleben und dann werde ich das wieder zusammenkleben. Ja,
Das passiert schon mal, wenn man was konstruiert, was man vorher so noch nicht gemacht hat. Das heißt, ich habe jetzt hier noch einen Teil zum Ankleben und hier noch einen Teil zum Ankleben. Das machen wir gleich. Was, ich habe meine Haare mit Kleb. Mit der Jam mit Haaren. So. Ja, sorry, meine Lieben, wenn das heute hier nicht recht spektakulär ist und dieses ganze Video mehr oder weniger nur aus Schneiden und Kleben besteht. Aber ja, ich sage jetzt mal so, der spaßige Teil kommt dann erst später. Wahrscheinlich werde ich dann in den nächsten Videos die Teile, die ich hier mit dem Paketklebeband verbunden habe, nochmal zusätzlich mit einem Stoff überkleben, einfach damit diese Teile dann wirklich gut was aushalten, damit die dann wirklich schön hin und her klappen können. So schaut das Ganze jetzt mal aus. Das heißt, ich kann das hier aufklappen. Kann das hier aufklappen und habe hier drinnen dann quasi eine Kiste, wo ich dann meine Seiten, mein Ephemera, mein was auch immer ich dann da hinein gestalte, hineingeben kann. Ich kann mir dann natürlich überlegen, ob ich da vielleicht auch noch irgendwas drauf mache, ein relativ dünnes Blöckchen oder irgendwas, dass das halt da nicht so viel wird. Und da muss ich mir dann natürlich auch überlegen, lasse ich jetzt quasi diese Stufe drinnen oder füge ich dann hier einfach noch einen Teil an, damit das dann hier gerade wieder abschließt und montiere mir hier irgendeine Art Verschluss. Ja, das überlege ich mir später noch. Wie gesagt, das ist jetzt meine Grundkonstruktion. So schaut das aus. Ja, das Ganze könnte man natürlich hier auch dann noch mit Stoff überziehen natürlich und die Innenseite dann halt hier auch bekleben mit Stoff oder mit Papier. Das bleibt dann euch überlassen, je nachdem wie man das Ganze dann gestalten möchte. Ich weiß auch noch nicht so ganz, welche Papiere ich hier nehmen möchte, aber auf alle Fälle kann man es dann entweder so oder so ins Regal stellen und es schaut halt aus wie ein normales Buch, wie ein normales Journal, ist aber eben flexibel in meinen Seiten. Ich kann das natürlich auch, ich muss ja kein Journal draus machen, ich kann das natürlich auch als Ephemera-Aufbewahrung nehmen, ja, oder wenn ich sage, ich möchte nicht haben, dass das jetzt ersichtlich ist, dass ich da zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche Stifte oder sonst irgendwas hineinstecke, könnte ich mir genauso, ich meine, das darf jetzt natürlich nicht überstehen, so zum Beispiel
stelle mir das dann am Schreibtisch und habe meinen Stiftehalter versteckt. Also könnte dann quasi auch so sein. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt mal das eine. Das wäre die Grundkonstruktion. Und wahrscheinlich dann im nächsten Video werdet ihr sehen, wie es mit dem Ding hier weitergeht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte gern in die Kommentare unten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen oder über ein nettes Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Ediths kreativem Chaos. Ciao, ciao, meine Lieben!